Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute möchte ich mich mit Wolfgang Viereck unterhalten. Er liebt Amerika genauso doll wie ich und deshalb haben wir da einen Haufen Gesprächsstoff. Wir werden uns über seine neuen Filmprojekte unterhalten und über vieles mehr. Wolfgang Viereck, schön, dass wir uns mal unterhalten können. Herzlich willkommen. Hallo. Ein Grund ist natürlich, dass jetzt diese DVD auf den Markt kommt in wenigen Tagen, in der Sie auch auftreten. Sie sind da sowas Ähnliches wie Moderator und auch Schauspieler eigentlich. Und lassen Sie uns mal mit der einen Seite anfangen, dieses Schauspieler, was Sie ja sind. Sie sind ein Schauspieler, der nicht die klassische Ausbildung genossen hat. Haben Sie das jemals vermisst in Ihrer Arbeit? Eigentlich nicht. Ich wurde einige Male darauf angesprochen, auch von Kollegen, die, wo ein gewisser Neidfaktor vorherrschte, so quasi, du hast ja keine Ausbildung. Aber es gibt etwas im Leben, das heißt einfach Talent. Und davon wurde mir vom lieben Gott sehr viel mitgegeben. Ich habe ein Talent dafür, gewisse Dinge sofort umzusetzen, die ich eventuell einmal sehe oder gesehen habe. Und wenn ich merke, dass das in meine, ja, in meine Begabung reinschlägt, dann nehme ich das auch her. Und sicher, am Anfang war das bestimmt von mir laienhaft. Aber es ging ja darum, damals die ersten Filme mit Klaus Lemke, das waren ja Laiendarsteller. Nur wir haben damals schon Filmgeschichte geschrieben, ohne es zu wissen. Und meine Ausbildung kam dann mit den TV-Serien. Und das habe ich mir auch richtig dementsprechend auch hergenommen. Also ich habe das dort wirklich von der Pike auf gelernt. Nicht nur die Schauspielerei, die ich ja sowieso innehabe, aber auch die Technik. Ja, dieser Klaus Lemke, der ja bis heute noch seine Leute wirklich von der Straße nimmt und in seine Filme reinbaut, was er ja auch mit ihnen gemacht hat, hat ja damals wirklich was gemacht, was mit diesem klassischen Film in Deutschland überhaupt nichts zu tun hatte. Und Sie haben da ja auch irgendwie so ein neues Fass irgendwie aufgemacht, dass Sie sich auch irgendwo immer selber gespielt haben, oder? Naja, also ich glaube, dass ein Dustin Hoffman und ein Gene Hackman sich auch immer selber spielt. Es kommt dann darauf an, was man spielt. Ein Schauspieler ist nur so gut, wie das Drehbuch ist. Etwas anderes gibt es nicht. Wenn du ein schlechtes Drehbuch hast, kannst du nur schlecht sein, weil du verkörperst die Figur, die Müll redet oder Müll spielt. Wenn du aber ein gutes Drehbuch hast, dann wertet dich das automatisch auf. Bei der Laiendarstellung ist es ein bisschen anders. Da musst du zeigen, was du kannst. Und ich glaube, dass es dem Klaus Lemke bis heute nicht gelungen ist, etwas Adäquates wie die Cleo Kretschmer und mich zu finden. Wir waren damals einfach so wie Lennon-McCartney ein Traumpaar, weil wir uns gut ergänzt haben und weil wir jung, unverbraucht waren einfach und eine unwahrscheinliche Laune und Lust zum Spiel hatten. Und wir haben uns auch einiges getraut. Viele Kollegen, mit denen ich zusammenspiele, die auch auf der Schauspielschule waren, sind verklemmt, haben kein Timing. Das ist halt, wenn dir sowas nicht gegeben ist, dann wird es schwierig. Du kannst dir gewisse Techniken aneignen, aber letztendlich das kleine Tüpfelchen, das kommt vom lieben Gott. Aber man hat auch bei Ihren Filmen so das Gefühl, wenn man das so über die Jahre beobachtet hat, dass man Sie auch als Person immer intensiver kennengelernt hat. Also wer viel von Ihnen gesehen hat, wusste dann auch zum Schluss, was Sie für ein Typ sind. Und deshalb auch wahrscheinlich so, Ihnen begegnet es ja oft, wenn Sie Leuten draußen begegnen, dass Sie Sie gleich so mit vorne, hallo Wolfgang, wie geht's dir, ansprechen. Was andere Schauspieler in der Form nicht haben. Ich glaube, es kommt auch von meinen Rollen. Also ich habe immer, glaube ich, Rollen gespielt, die also menschennah sind. Keine bösen Buben, keine negativen Charaktere, keine Charaktere, wo man sagt, um Gottes Willen, was ist das für ein Ekelpaket? Sondern ich habe eigentlich immer mehr das Positive verkörpert, was ich auch lebe. Und meine angeborene Natürlichkeit, die ich auch eins zu eins weitergebe auf die Leinwand oder auf den Bildschirm. Das ist das, wo die Menschen auf einmal keine Barriere haben und sagen, hey, der ist ja genauso wie wir. Stimmt nicht.
Aber Sie haben da auch so eine Unsicherheit am Anfang drin gehabt als Person. Da hat jeder so gedacht, oh, hoffentlich schafft das jetzt bis zur nächsten Textzeile hin. Ja? Was sich ja dann danach sozusagen natürlich routiniert hat. Aber war das nicht am Anfang auch wirklich Ihre Angst? Hundertprozentig. Also ich kann mich erinnern an den ersten Drehtag, das war damals am Kochelsee. Also ich habe gar nicht gewusst, wie ich diesen ersten Drehtag hinter mich gebracht habe. Ich habe wirklich tierische Angst gehabt. Ich habe immer sonst ja ziemlich eine große Klappe gehabt, also und eigentlich mich vor nichts gefürchtet. Aber das war auf einmal eine andere Sache. Da ich auch ein sehr pflichtbewusster Mensch bin, habe ich gedacht, Mensch, ich kann nicht einfach sagen, ich kann nicht mehr oder ich schaffe das nicht, sondern ich muss das so gut wie möglich also hier absolvieren. Und auf einmal nach dem ersten Drehtag haben wir gedacht, Mensch, du, das hast du eigentlich ganz gut gemacht. Und natürlich fehlt immer die Routine. Und Text gab es damals gar keine, sondern es gab nur das, was du augenblicklich also aus dem Gehirnkastel rausgeholt hast, was du ad hoc wirklich drauf gehabt hast. Das war das Entscheidende. Und ich war froh später, also als ich Drehbücher bekam mit Text. Ja, das hat geholfen, war besser. Wenn du, komme ich wieder zurück auf den Anfang, wenn du einen guten Text hast, wie zum Beispiel Helmut Dietl schreibt ja Mördertexte, ja. Oder damals zwei München in Hamburg oder ein Bayer auf Rügen, das waren einfach super Texte und man spielt sich auch leichter, man braucht dann nicht mehr drüber nachdenken, sondern der Text ist da, dann kann man sich total auf das Spiel, auf sich selber auch noch konzentrieren und das ist eine schöne Sache. Und was antworten Sie denen, die dann sagen, ja, jetzt ist der Viereck so etablierter geworden, als er dann da den Bayer auf Rügen zum Beispiel gemacht hat. Da hat er für ein Publikum gespielt, was eigentlich gar nicht mehr das Publikum von dem Improvisationsfilm gewesen ist. Das mag vielleicht richtig sein und vielleicht haben die auch recht, wenn ich sage, dass ich etablierte, was eigentlich gar nicht stimmt. Die Sache ist das, dass ich mir also einfach, es ging ja schon los, also bei der Besetzung von der Rolle des fallenden Gruber, das sollte eigentlich ein Postbote sein. Ich spiele keinen Postboten. Ich habe Hängeschultern, bei mir hält keine Brieftasche, also diese Postbotentasche. Ich habe gesagt, okay, wenn, dann spiele ich einen Motorradbullen oder sowas. Und da wollte man mir eine BMW anheften. Sag ich, ich fahre keine BMW, ich fahre eine Harley Davidson. Also ich lasse mich letztendlich doch nicht einfangen. Also immer wieder, wenn die Herrschaften meinen, jetzt kann man die Schachtel zumachen, bin ich schon wieder draußen. Und wenn Sie sich das heute so angucken, wie der Klaus Lemke noch produziert in dieser Art, dass er eben wirklich die Leute also spontan sich so entwickeln lässt, wäre das für Sie heute noch eine attraktive Form des Schauspielerns? Ich bin Klaus. Vor 15 Jahren damals wieder einen Film gemacht, also das Flittchen Totengräber. Und da tat ich mir sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Cleo Kretschmer, die ja damals auch schon sehr, sehr viele Filme und Rollen gespielt hat. Und wir taten uns alle schwer. Und auch der Klaus hat gesehen, dass es nicht mehr geht. Weil wir vielleicht in Anführungszeichen schon versaut waren durch den kommerziellen Film. Aber ich habe auf einmal gespürt, wie schön es sein kann, also etwas anderes. Ich will mich ja auch weiterentwickeln. Ich vermisse keinen Tag von unserer Improvisation, aber ich stehe mittlerweile auf wirklich gute Drehbücher und es ist halt eine Frage der Entwicklung. Und wenn ich Herrn Klaus heute noch sehe, er kann das ja mit jungen Leuten machen, die relativ unerfahren und unbefangen sind. Mit älteren Leuten kann man das nicht mehr machen. Also. Wenn man sich jetzt so ihren Lebensweg anguckt und dann eigentlich sie in sehr coolen Filmen gesehen hat und dann gibt es, also gerade wenn man so durchs Internet zappt, Sie auf dem Traktor daherkommen in einer Unterhaltungssendung und Resi, ich hol dich ab mit meinem Traktor singen hört. Ist das eine Sache, wo Sie sagen, das ist mir nicht peinlich oder ist es Ihnen peinlich? Das ist mir überhaupt nicht peinlich. Ich habe immer so Tagesformen. Bei mir gibt es immer, einmal bin ich total der Tracht zugeneigt und dann wieder natürlich nur Hawaiihemd und Cowboystiefel. Ich war aber immer schon mein ganzes Leben lang so. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, vormittags möchtest du gern kurze Haare, also Stiftenkopf und am Nachmittag lange Haare. Das war mein ganzes Leben. Also für mich ist das nicht peinlich. Resi war ein Riesenhit. Ich bin jetzt gerade dabei, wieder eine neue CD aufzunehmen. Wird hundertprozentig anders. Also gar nicht mehr an Resi angelehnt und auch nicht mehr an das Volkstümliche, sondern an das, was zu mir passt. Und es ist auch mein gutes Recht,
mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte und nicht wie irgendjemand, der meint, ja, jetzt hat er einmal die Trachtenjacke an, jetzt muss er es die ganze Zeit anhaben. Ich lasse mich von niemand irgendwo reindrücken. Nee, das ist ja auch super, wenn man sich als Künstler eigentlich immer wieder so ein bisschen neu erfindet und auch weiterentwickelt, weil eine Madonna, sage ich jetzt mal, lebt ihr ganzes Leben lang danach, dass sie immer wieder einen neuen Touch sich zugeführt hat. Und wie ist denn das dann eigentlich mit Amerika entstanden? Also auf der einen Seite sind Sie ja nun der deftige Oberbayer und auf der anderen Seite eben auch diese Affinität zu Amerika. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das erste Mal da so diese Liebe entwickelt haben? Ich weiß es alles ganz genau. Also deftiger Oberbayer war ich noch nie. Ich war noch nie deftig, aber Sie kommen. Ja, klar. Also, ich liebe Tracht. Ich liebe es, die Tracht anzuziehen. Das steht mir einfach, das gefällt mir einfach. Aber deftig ist das, wenn ich jetzt bei Peter Steiner im Komödienstadel mitspielen würde. Das ist eine Linie, die ich nicht überschreite. Also das ist nicht meine Art und Weise. Das habe ich auch gar nicht gemeint. Aber Ich nehme das ja gar nicht irgendwie persönlich, sondern es ist einfach so, wie es ist. Meine Liebe zu Amerika kam eigentlich durch meinen Vater, der sich entschied, also nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Auffanglager in Berchtesgaden nach München zu gehen und bei den Amerikanern als Koch anzuheuern. Dadurch wurden wir automatisch, also, oder kam ich automatisch mit GIs und mit Amerika in Berührung. Und ich habe da gemerkt als Kind schon, dass da irgendwas anderes ist. Zum Beispiel das Auto oder das Fahrzeug Jeep hat keine Türen und kein Dach. Da denken wir, was ist denn da los? Jedes Auto bei uns hat ein Dach und Türen, aber dieses Auto nicht. Das gefällt mir wesentlich besser, weil es verkörpert wieder Freiheit. Gut, es war ein Militärfahrzeug, ein Geländefahrzeug, aber es war mir egal, ob das grün oder gelb ist. Aber das ist nur, haben wir gedacht, Mensch, das ist aber cool, wie die schon da drin sitzen. Und dann auch die ganze Art und Weise der Amerikaner, sehr lässig umzugehen, sehr freundlich zu sein, gerade mit Kindern. Und mir hat einfach das sehr imponiert. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Also Wolfgang Viereck, ich meine, die haben jetzt viel über Vergangenheit gesprochen und auch über andere Themen, aber dieses Thema Zukunft würde ich auch ganz gerne mal mit Ihnen besprechen, denn Sie haben ja Pläne. Sie wollen ja jetzt nicht nur immer, also sozusagen vor der Kamera stehen, sondern Sie haben Ideen auch hinter der Kamera. Das ist ja ein ganz anderes Arbeiten dann. Naja, ich wollte eigentlich immer schon hinter die Kamera. Und ich wollte immer schon, also ich schreibe Drehbücher, glaube ich, seit 20 Jahren. Und dann verwerfe ich es wieder, dass aufgrund des Computers, Gott sei Dank, habe ich alle digitalisiert und bei mir eingespeichert. Und als ich im Krankenhaus lag, haben wir gedacht, Mensch, du Wolfgang, änder doch ein bisschen was in deinem Leben. Jetzt hast du 15 Jahre gearbeitet wie ein Berserker und haben gedacht, das ist mir zu langweilig. Also habe ich eins meiner Drehbücher rausgepickt und habe das also vollendet. Und ab 2011 werde ich das also dann auch verfilmen als eigener Produzent, Hauptdarsteller und Regisseur. Und das ist also mein Ziel, wo ich hin möchte. Es soll eine Comedy werden, ne? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Also ich würde sagen, fast wie im richtigen Leben. Aber trotzdem natürlich mit einem Touch Viereck natürlich, ist ganz klar, also dass bei mir, mein Leben war nicht immer nur witzig. Mein Leben war nicht immer nur Halligalli oder dass in der Früh irgendwie die Fee kommt und sagt, hier, pass auf, hier hast du mir 5.000, die kannst du nicht raushauen, gib Gas, Junge oder sowas. Es gab Zeiten, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie geht es überhaupt weiter? Haben Sie das immer geplant? Oder man hat auch bei Ihnen manchmal so das Gefühl, Sie sind auch so dahin gedreht und geschubst worden, ganz liebevoll, wo Sie dann immer Ihren Erfolg aber auch gehabt haben. Nein, das war eben nicht so, sondern ich habe einfach gewisse Stiere bei den Hörnern genommen, nicht jeden Stier. Ja. Also ich habe einige Angebote oder Offerten gehabt, wo ich gesagt habe, nein, das ist nichts für mich, das ist nicht meine Abteilung und damit kann ich mich nicht identifizieren, sondern ich möchte eigentlich immer, wenn es geht, identisch bleiben. Ja, wird es jetzt politisch oder in welche Richtung wollen Sie gehen? Nein, es ist das Leben. Mich hat immer eigentlich das Leben, Leben, Geschichten, Gefühle, das sind die Dinge, die mich immer tangiert haben. Schöne Bilder, gute Musik, nette Menschen, ausgefallene Menschen, Charaktere, das war eigentlich, was mich immer interessiert hat. Ich bin lieber mit jemandem losgezogen, der viel zum Erzählen gehabt hat, als wie der viel Eigentum hatte. Also das
war mir immer wichtiger. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Meistens schon. Also Menschen, die, also meine Erfahrung ist, Menschen, die wohlhabend sind, haben teilweise sehr wenig zu erzählen. Die haben sehr viele Sorgen, sehr viele Angst, Ängste. Und wie hat doch der Bob Dylan gesungen? If you got nothing to lose. Der hat, Bob Dylan hat aber eine ganze Menge mittlerweile. Mittlerweile, und jetzt geht es ihm genauso. Nee, aber nochmal, um auf das Drehbuch zu sprechen, komm, ich bin natürlich neugierig jetzt. Sicher, ich würde gerne was Neues jetzt hier unseren Zuschauern anbieten, um so eine kleine Storyline zu kriegen. Wo es ist natürlich, klar spielt Motorrad mit, klar spielt Amerika mit, klar spielt Viereck mit, klar spielt das Glück mit, das Unglück mit. Das Unerwartete spielt mit. Ach so, und so ein bisschen biografisch. Ein bisschen biografisch. Und eine Grundgeschichte, die ich gelesen habe, die ist da mit dabei. Und Liebe natürlich. Liebe, Vertrauen, Brotherhood, wo eine Männerfreundschaft mehr zählt als wie, ja, Geld. Das heißt ja, jeder hat eine gute Geschichte mindestens zu erzählen. Ja. Und das, ich meine, eine gute Geschichte, also wenn man sich einfach mal so anguckt, was bei Ihnen im Leben so abgelaufen ist, dann könnte man die ja mal schlechthin verfilmen. Sind wir da relativ nah am Inhalt? Da sind wir nah. Da ich ein sehr bewegtes Leben hatte, aber nicht aufgrund, weil jetzt, was weiß ich, sondern weil ich halt immer sehr neugierig war und immer noch bin. Und immer, vielleicht ist es heute, kann man sagen, interessiert. Ich ziehe mal alles rein, was ich bekommen kann. Ob das jetzt gerade, also vielleicht sollte man damit anfangen, und zwar cineastisch. Ich, ab meinem ersten Kinobesuch habe ich gewusst, das ist wichtig für mich. Ich wusste nur nicht warum, aber ich wusste, Foxtönende Wochenschau, dieses, haben wir gedacht, was ist das? Das fasziniert dich. Warum fasziniert dich das? Und dann kam der Film. Und dann kam auf einmal die andere Welt, in die ich hinabsank. Und haben wir gedacht, Mensch, das ist doch toll, aber es ist doch auch nur eine Geschichte. Du kannst doch genauso gut Geschichte erzählen. Und bei mir war das immer so, dass ich in der Schule, wenn ich einen Aufsatz schrieb, mein Aufsatz war nicht 3 Seiten lang, der war 30 Seiten lang. Und meistens hatte ich darin eine 1. Also sind das so Dinge, wo ich gesagt habe, Mensch, du kannst sehr gut Geschichten erzählen, hast eine gute Fantasie. Und wenn da noch ein bisschen was Autobiografisches mit dazukommt und mit der heutigen Zeit, mit guten Bildern, guter Musik. Also der Film wird mindestens in Bayern und in südlichen Staaten spielen, oder? Hundertprozentig, ja. Also ich meine, Sie verkörpern ja diesen ganzen, positiv gemeint, Widerspruch, den es da gibt, also mit Amerika und Deutschland. Ich finde, wenn man sie anguckt, dann hat man im Grunde genommen alles in einer Person. Vielen Dank. Das Kompliment nehme ich gerne an, weil ich habe immer wieder einen Widerspruch. Also bei mir ist es wirklich so, dass früher war Amerika für mich eine ganz weit weg. Und ich war immer froh, wenn ich mal 3 Wochen abhauen konnte. Jetzt habe ich auf einmal seit 16 Jahren ein Haus da drüben. Und am Anfang war mir, also als ich das Haus gekauft habe, das war toll, dass ich es mir leisten konnte. Aber die ersten Monate war ich wirklich unglücklich. Weil ich mir dachte, Mensch Wolfgang, was machst du eigentlich? Jetzt gibst du deinen Traum auf, dass du immer wieder hierher kannst. Hierher heißt jetzt nach München? Nach München und nach Amerika. Also jetzt lebe ich auf einmal dort. Ach so. Denk mal, was soll denn das auf einmal? Und ich musste einen Weg daraus finden. Also habe ich den Weg daraus gefunden, dass ich immer wieder Exkursionen mache und eventuell auch darüber vielleicht einmal einen Film. Und das ist das, was mir also das Gefühl des Urlaubers wieder verschafft hat. Und das war für mich ganz, ganz wichtig. Können Sie das mit dem Spruch anfangen, dass der Bayer der amerikanische Texaner ist? Und der Texaner der deutsche Bayer? Ja, hundertprozentig, weil Frederiksburg war ja, da waren ja so viele Bayern und so viele Wiesbadener, soviel ich weiß. Auch in dem Mexikanischen Krieg, der Maximilian war ja auch Deutscher. Also das ist, und viele Bayern sind darüber. Levi Strauss hat die beste Hose der Welt gemacht, also eine schöne Jeans, kommt auch aus Bayern. Also die Bayern sind drüben sehr beliebt und FC Bayern kennt fast jeder. Hat mich sehr gewundert, also wirklich, also viele meiner Freunde sind Beckenbauer-Fans und so weiter. Obwohl kein Mensch da drüben Fußball spielt, obwohl es werden immer mehr. Ja, mittlerweile ist das Soccer ist ganz groß. Ja, ja. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass der Bayer, gut, Texas, das ist halt, das kommt schon dem Ganzen sehr, sehr nah. Das andere, was ja da sehr spannend auch ist, ist, wo Sie da geheiratet haben, in South Dakota.
wenn Sie müssen es mal kurz erzählen, also es war eine indianische Heirat und ich meine, wie viel davon ist jetzt sozusagen da in Ihrem Kopf und in Ihrem täglichen Leben übrig geblieben? Wichtig war für uns, meine Frau ist ja Muslime, ich bin Christ und wir hatten also einen gewissen Zwiespalt, haben gedacht, Mensch, was machen wir jetzt, wer geht wohin? Und von meinem besten Freund, die Frau ist Sioux, Oglala Sioux. Und da ein Sioux auf Deutsch, ja, ein Sioux, genau, ja, ja. Sioux-Indianer. Oder Oglala Lakota, kann man genauso. Ja. Und da haben wir gedacht, Mensch, du, vielleicht können wir indianisch heiraten. Und dann haben wir das gemacht, um den Ganzen abzufedern. Und auf einmal werde ich da immer wieder damit konfrontiert. Und ich habe mich dann auch tiefer eingelassen in diese ganze Indianer-Mythologie. Und auch, ich habe auch einen sehr guten Freund, ich habe eigentlich etliche Freunde, einen Medizinmann, einen Künstler. Und ich diskutiere sehr, sehr oft über Indianer, über Amerika, über Deutschland, über uns alle, über den Creator. Und ich bin froh, dass ich das getan habe. Also diese Indianer sind aber doch ja, den Weißen nach wie vor sehr kritisch gegenüber, wenn man ihnen in Amerika, in Nordamerika auch begegnet. Also da ist ja richtig was Tiefgreifendes passiert, was man immer noch in Gesprächen da drüben auch deutlich spürt. Ist Ihnen das auch so gegangen? Ich glaube auch, dass die Indianer immer noch schlecht behandelt werden, also immer noch benachteiligt werden. Teilweise fragt man sich, ob das wie schlimm das ist, aber wenn man durch die verschiedenen Reservate fährt, dann denken sie, Mensch, das ist schon übel, was hier passiert. Indianer haben aber selber untereinander auch Probleme, weil sie sich untereinander sehr schlecht verstehen. Wenn die Indianer jetzt untereinander, also die Native Americans untereinander, also ein bisschen enger zusammen und miteinander gehen würden, würde man sagen, okay, das ist wahrscheinlich besser. Deswegen hat vielleicht auch der Amerikaner leichteres Spiel gegen sie, weil sie sich selber sehr schaden. Also dieses Bureau of Indian Affairs ist keine gute Sache. Menschen in München mit Jörg van Hoofen. Also jetzt müssen wir ergründen, weil wie das zustande kommt, ist auf der einen Seite, wir können ruhig sagen, die Deutschen Amerika so ungeheuer faszinierend finden, aber doch auf der anderen Seite immer wieder ablehnend Amerika gegenüberstehen. Haben Sie da eine Erklärung für? Gibt wahrscheinlich mehrere Gründe. Eins teils der Neid. Weil der Amerikaner also tausendmal cooler ist, als wie wir jemals werden. Das ist bei uns in unseren Genen. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass ich genauso cool bin wie Amerikaner, aber kaum komme ich zurück, bin ich schon wieder genauso deutsch. Ist ja okay, habe ich kein Problem, mache aber dem Amerikaner keinen Vorwurf. Und dann, weil die Deutschen sich halt überall reinstecken. Also was geht mich das an oder was interessiert mich, ob jetzt der Bush oder der Reagan oder wie soll ich heißen. Ich fahre doch wegen dem Land rüber. Ich bin kein amerikanischer Citizen. Ich bin einfach Deutscher. Also kümmere ich mich um mein eigenes Land. Ich nehme das Land genauso her, wie es ist. Menschen in den Großstädten sind mit Vorsicht zu genießen. Menschen in den Kleinstädten sind einfach ein Traum. Also ich fahre mit meinem Motorrad oder mit meinem Auto oder manchmal sogar mit dem Zug einfach am liebsten quer durchs Land oder übers Land. Und da werde ich immer wieder angenehm überrascht. Und das seit 1979, seit dem ersten Mal, als ich drüben war. Was jetzt Obama da gelingt mit der Healthcare, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn Sie durch die amerikanischen Großstädte fahren und dann doch da teilweise dieses Elend da sehen, können Sie da dann drüber weggucken? Interessiert Sie das dann nicht oder wo packen Sie das hin? Ich schaue bestimmt nicht drüber weg, also ich registriere das auf jeden Fall, aber deswegen kann ich doch die Leute nicht beurteilen. Das ist doch denen ihr Land. Die haben das Land aufgebaut, die haben das Land verbaut, rauf, runter, je nachdem. Es ist von Staat zu Staat sowieso verschieden. Wenn man überlegt, dass zum Beispiel Kalifornien ist bankrott. Also wirklich, der Governator wird irgendwann mal die Insolvenz ausrufen. Aber das interessiert die Kalifornien überhaupt nicht, ob die Steuern zahlen oder nicht. Wenn ein Steuergesetz Gesetz erlassen wird, stimmen die einfach dagegen. Und das geht so. Das geht von Staat zu Staat. Bei uns wird es nicht gehen, weil wir vielleicht vernünftiger werden. Sagen, Mensch, wir müssen irgendwo die Steuern zahlen, weil wir auch unsere Straßen wollen wir reparieren. Wir wollen ja schauen, dass wir gut leben. Aber dafür haben die kein Verständnis oder wollen es einfach nicht. Also, es gibt so viele Ecken und Enden, wo der Obama noch anreißen muss. Ich meine, dass er wirklich Geschichte geschrieben hat mit seiner Art und Weise, wie er vorgeht. Und
es gibt ihm auch recht, also, oder das Wahlergebnis gibt ihm recht. Die Leute wollen das nicht mehr so, wie es früher war. Dieses Gier, dieses egoistische, so, ob das jetzt Lehman Brothers ist, ob das die Republikaner sind. Die Leute wollen gut leben, wollen aber auch dafür etwas hergeben. Und Obama ist auf dem besten Weg. Und wo Sie ja jetzt eigentlich doch regelmäßig jedes Jahr mindestens einmal nach Amerika fahren, dort auch richtig tief einsteigen in die Welt der Amerikaner in Arizona und richtig sich auch mit den Leuten unterhalten. Wieso gelingt Ihnen das nicht, diese Coolness mit nach Deutschland zu nehmen und sie hier beizubehalten? Weil ich die Gene meiner Eltern in mir habe, meiner Vorfahren, weil ich hier aufgewachsen bin mit unseren Werten, die ich sehr, sehr hoch schätze. Je älter ich werde, desto mehr. Gerade wenn ich in Amerika damit konfrontiert werde, sehe ich, dass wir ein sehr, sehr gutes Land haben, dass wir sehr gute Werte mitbekommen, dass wir eine super Ausbildung haben. Auch wir zahlen hier sehr viel Steuern. Aber mehr und mehr sehe ich ein, dass es eigentlich okay ist. Gut, alles ziehe ich vielleicht nicht ein, aber im Großen und Ganzen bin ich hier sehr zufrieden. Und ich würde auch nie eine Green Card beantragen oder eine zweite Staatsbürgerschaft. Ich mag mein Land genauso, wie es ist. Ab und zu wäre ich ein bisschen cooler. Aber diese Möglichkeit dann da drüben haben Sie eine Farm, da könnte man ja sich dann auch überlegen, jetzt lasse ich mal alle Viere gerade sein und bleib einfach mal ein bisschen da drüben. Das mache ich ja sowieso. Also ich bleibe zwar nicht für ewig drüben, aber ich habe mir also diesen Freiraum wirklich geschaffen und erarbeitet. Und ich genieße ihn auch sehr, wenn ich auf meinen Motorrädern im Hawaii-Hemd und was weiß ich, mit coolen Stiefeln oder sowas durch die Gegend brause. Und jeder schreit Hurra und jedem gefällt es. Wenn ich hier, nur ein kleines Beispiel, ich habe mir drüben einen wunderschönen Hut gekauft, einen Cowboy-Hut in Amerika zu meiner Hochzeit. Drüben hat kein Mensch irgendetwas gesagt. Kaum kam ich in Frankfurt auf den Flughafen, haben sie alle geschaut, so quasi, als wenn ich vom Mond kommen würde. In Amerika schaut niemand. Du kannst rumlaufen, wie du willst. Wenn du einen gelben Hut aufhast und grüne Strümpfe und ein blaues Sakko, es ist jedem egal. Im Gegenteil, sagen, Mensch, das könnte eventuell ein neuer Trend sein. Aber wir stecken uns überall rein. Lassen wir die Amis sein und wir bleiben einfach so, wie wir sind. Viele sagen ja dieses, wenn der Amerikaner eine Niederlage erlebt, dann hat er danach sozusagen, sieht er dahinter auch gleich wieder die neue Chance, die da entsteht. Haben Sie dieses Feeling auch, wenn Sie in Amerika sind? Das Feeling habe ich eigentlich in mir selber drinnen, weil nach meinem Unfall habe ich gesagt, Wolfgang, entweder du vegetierst jetzt für dich hin, bleibst eventuell im Rollstuhl oder auf Krücken, oder du schaust, dass du wieder so gesund und so genesst, dass du einfach voll einsetzbar bist. Und wir müssen an der Stelle vielleicht, ja. Es soll den einen oder anderen geben, der nicht weiß, dass sie einen Unfall auf ihrer Harley Davidson gehabt haben. Es könnte sein, dass es 3-4 Zuschauer gibt, okay, dem müssen wir das kurz erklären. Und da ist ihnen eine 19-Jährige voll reingefahren ins Motorrad. Sie waren nicht schuld und da waren sie lange sehr krank. Und ich glaube, es bestand die Gefahr, dass sie ein Bein verlieren. Ja, das war alles. In den ersten 2 Wochen war das wirklich so, dass man gedacht hat, mir wird ein Bein amputiert. Ja. Ich wurde da mit Sachen konfrontiert, wo ich gedacht habe, Mensch, du jetzt musst schauen, dass du aus diesem Loch rauskommst, weil sonst bleibst du das ganze Leben lang drin. Und das, glaube ich, habe ich auch ein bisschen von den Amerikanern mitbekommen. Der Amerikaner gibt nie auf, wenn du in einem Sport schaust. Es gibt für den Amerikaner nur eins. Es gibt keine Punkte, es gibt beim Boxen nur eins, es ist K.O., dann bist du der Gewinner. Es gibt für den Amerikaner keinen zweiten Platz, wie die Lindsay Vonn, da gibt es nur den ersten Platz. Sonst ist man nicht zufrieden, es ist der Kampfgeist, den haben die Amerikaner einfach. Und das ist, ich habe es jetzt gerade gesehen, also in meiner Community geht ein Haus nach dem anderen zurück zur Bank. Und die Leute sagen, okay gut, dann versteigern wir das Haus und wir fangen aber wieder von vorne an. Es geht wieder weiter, wir schaffen es wieder. Und bei uns ist das große Jammern, um Gottes Willen und hin und her, wie geht es denn weiter und sowas. Hier, wir müssen genauso in die Hände spucken und die Ärmel hochkrempeln und sagen, es geht weiter. Und wir müssen es packen. Ich meine, das ist doch unser Land. Man kann doch nicht warten, dass die Regierung sagt, ja, jetzt kriegt der 10.000, der kriegt 5.000. Nichts da. Aber wenn Sie das da drüben erleben, wie den Leuten also dann auch wirklich das Haus wieder weggenommen wird und die dann also teilweise in Kalifornien war es so, dass sie sogar in Zelten wieder gewohnt haben, weil die Häuser einfach weggenommen wurden von den Banken. Dann aber diese Sicherheit, die uns hier unser Staat bietet,
ist ja auch ganz nett, ne? Also, aber dadurch fehlt dann die eigene Kreativität und das eigene sich weiterbringen wollen. Oder wie erleben Sie es? Gut, ob wir hier so eine Sicherheit haben, das möchte ich bezweifeln. Also wenn man hier bei uns einen Kredit verzockt, dann nehmen wir es dann genauso alles ab. Also das ist hundertprozentig. Also, das soziale Netz, in das man dann reinfällt, ist ja, aber ein anderes als in Amerika. Ist ein anderes, aber die Amerikaner, die haben immer noch den Pioniergeist, das wie vor 220 Jahren. Wir müssen überleben, wir müssen zusammenhelfen. Und die helfen dann auch zusammen. Es ist wirklich so, dass man sagt einfach, Mensch, du, das kann doch gar nicht sein, dass jetzt zuerst hat er wirklich in so einem tollen Haus gewohnt, jetzt hat er alles verkaufen müssen. Und dann sage ich zu meinem Nachbarn, zum Dan, sage ich, das ist schlimm, sagt er, ey Wolfgang, don't care, sagt er, I make it, sagt er, ich schaffe das wieder. Ich schaue mir nach einem Job. Und das ist halt, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, aber dieser Geist ist da, dieses ja nicht aufgeben. Und ich habe das auch erlebt, als ich rüberkam, auf Krücken wirklich ausgeschaut habe, also wirklich wie ausgespuckt, haben meine Nachbarn zu mir gesagt, Mensch Wolfgang, du schaust gut aus, wir sind stolz auf dich, du schaffst es. Das habe ich hier nicht gehört. Hier habe ich nur gehört, mein, der Vierer schaut scheiße aus. Ah ja, jetzt geht es endlich mal schlecht. Ich wurde hier teilweise auf der Straße für mein Leid beschimpft. Da haben wir gedacht, wo sind wir denn eigentlich hier? Und trotzdem kommen sie immer wieder her. Ich liebe mein Land. Das ist so, wenn man das auf so ein paar Hanswurschen gebe ich nichts. Ja. Ich weiß, dass ich für mich eigentlich selber verantwortlich bin. Das tue ich dann auch. Ich bin hier geboren und ich liebe das Ganze drumherum. Ich liebe aber genauso gut die Möglichkeit, dass ich einmal von hier einfach abhauen kann und sagen kann, okay gut, ich brauche jetzt halt einmal einen Freiraum. Hier ist halt alles wesentlich enger, drüben ist alles wesentlich weiter. Wissen denn die Amerikaner, was sie hier in Deutschland machen, also ihr näheres Umfeld? Zeigen sie denen dann mal einen Film? Wie reagieren die drauf? Mittlerweile, also ich bin jetzt seit 16 Jahren, wohne ich jetzt da drüben und mittlerweile wissen die Leute, wer ich bin und was ich tue. Und meine Dokumentation, also dieses mit der Harley durch Arizona, ich habe dann extra ein, aber alle haben gemerkt, dass ich drehe, dass mein Team mit drüben ist, wie wir vorbereiten und so weiter und so fort. Ich habe dann eine Bratwurst- und Sauerkraut-Party gemacht und habe den Film gezeigt und alle waren total begeistert. Die haben gesagt, Mensch, du warst ja an Plätzen, an denen wir selbst nicht einmal waren. Also, und dieses On the Road Again, was da jetzt also auf DVD zu haben ist, ist ja eine ja, ziemlich dokumentarische Sache auch, wo Sie eigentlich als ja, Wolfgang Viereck erscheinen, aber irgendwo dann auch in einer gespielten Rolle. Ist so ein Twitter-Ding, oder? Nein, ich würde sagen, das ist ein Road-Movie-Doku, würde ich sagen. Also das ist, ich wollte ja nicht einfach den typischen Reisebericht, dass ich sage, ja, und hier sehen Sie die Grand Canyon, hier sehen Sie was auch immer. Ich wollte einfach, dass es ein bisschen alles spielerisch geht und dass der Zuschauer eigentlich mitfährt als Beifahrer. Mhm. Das war meine Absicht. Und dann, ich meine, 4.400 Kilometer, das rutscht man auch nicht auf der halben Pobacke weg, würde ich mal sagen. Das muss schon gut vorbereitet sein. Wie haben Sie das gemacht? Ich habe die Strecke zweimal abgefahren. Also wir haben also für dieses Ding habe ich 2 Jahre, also mehr oder weniger Vorbereitungszeit gebraucht. Habe also gerade, wo es die erste Folge war, dachte ich, extra akribisch, bin also alles abgefahren, habe geschaut, ob das überhaupt noch mal da ist. Wenn ich dann zum Drehen kommen möchte, habe rumtelefoniert, die ganzen Genehmigungen mit Indianern, was sehr, sehr schwierig ist. Das ist wirklich langwierig. Mhm. Aber letztendlich hat sie es dann bezahlt gemacht. Aber trotzdem, am Schluss kamen immer noch irgendwelche kleinen Knüppel zwischen die Beine. Das Wetter hat sich schlagartig verschlechtert. Wir mussten die ganze Route wieder umwerfen. Aber ich hatte ein sehr gutes Team dabei. Meine Frau, die hat also die ganze Planung dann total umgeschmissen. Statt linksrum sind wir rechtsrum gefahren. Und wenn man will und wenn man einfach dranbleibt und wenn man so wie die Amerikaner nie aufgibt, dann geht das schon. Aber Sie treten da auch nicht auf als einer, der das zum ersten Mal sozusagen bereist, sondern Sie sind da schon der Wolfgang Viereck, der da schon fast 2 Jahrzehnte lang immer sich rumgetrieben hat. Ne? Also Sie sind jemand, der weiß, wovon er redet in der Doku. Ja, sicher, klar. Es gibt ja Straßen in Amerika, die kennt kein Mensch, weil die meisten Leute fahren über die Highways. Aber man muss dann einfach mal links fahren, mal rechts fahren. Und das braucht dann seine Zeit, dass man die richtig Sahnestückchen rausholt. Und seit 83 fahre ich auf dem Motorrad durch Amerika und bin immer abseits der Straßen gefahren. Ab und zu mal in die Sackgasse, ab und zu mal im Dreck und im Schlamm und was weiß ich. Aber eigentlich immer wieder die guten Sachen rausgepickt. In Amerika erlebt man ja eben diese Gegensätze.
Ansätze so dramatisch. Auf der Ostküste, so in den großen Städten, sind die großen Universitäten, da sind die ganzen Nobelpreisträger, kommen viele aus Amerika. Und dann so, ich bin mal auf einer Harley-Davidson gefahren und durch Montana und bin dann in ein kleines Dorf gekommen. Man wird ja da also ehrenwert empfangen, wenn man auf einer Harley-Davidson da ankommt. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch etwas, was Ihnen immer ein gutes Gefühl gibt, wenn Sie da durch Amerika rauschen. Ne? Als ich das erste Mal nach Amerika fuhr mit meinem eigenen Motorrad, da bin ich also von Los Angeles nach Süd Dakota und wieder zurück. Ich kam dann von Denver über den großen Pass, über den Donnerpass, und da hat es geregnet und geschneit. Und das Motorrad war natürlich total verdreckt und verschmutzt. Und als ich in Moab, Utah, wieder bei 35 Grad in der Früh aufgewacht bin, haben wir gedacht, ich muss das Motorrad waschen. Bin zur nächsten Tankstelle, habe mir also einen Schwamm ausgeliehen, einen Kübel und ein bisschen Shampoo, habe es gewaschen. Und als ich fertig war, ging ich dann zum Tankwart, sag ich, was kriegst du denn von mir für das Zeug? Sagt er, what is it? Hat er rausgeschaut und gesagt, oh, it's a Harley, it's free. Yeah. Die Leute lieben ihre Produkte. Harley Davidson ist wie ein Pferd, sind die modernen Cowboys, die also praktisch von Stadt zu Stadt reiten. Und ein Biker ist drüben ganz was anderes wie bei uns. Hier gibt es Rocker und da drüben gibt es Biker. Biker ist ein richtiger, ja, ich würde sagen, das ist ein Menschenschlag und irgendwie auch fast wie ein Arbeiter. Ich möchte noch mal ein anderes Klischee bedienen, dieses, also wenn man aus dem Osten kommt, eben da, wo die ganzen Universitäten sind und dann so mittlerer Westen und in diese kleinen Städte kommt, da begegnen einem auch Menschen eben, die, von denen man glaubt, dass es sie gar nicht geben kann. Also ich bin da mit der Harley Davidson gelandet und dann hat er mich gefragt, ganz liebenswert und ganz nett, which land route did you take? Also über welche Landstrecke bin ich nach Amerika gekommen? Und das war nicht ironisch gemeint. Ja, früher ging es ja noch, ganz früher. Ja. Ich meine, also, als die Wikinger noch rübergefahren sind, ging es ja noch. Ja. Gut, die Education ist an manchen Punkten der Vereinigten Staaten sehr, sehr schlecht. Aber den Leuten reicht es, was sie wissen. Man muss nicht immer alles wissen. Wichtig ist, dass man zufrieden ist. Klar, ich wurde auch schon gefragt, ob es den Hitler noch gibt, ob der Krieg schon vorbei ist, lauter so Dinge. Da muss man drüber wegsehen. Also wenn man dann sieht, wie die Leute teilweise einfach leben, einfach hausen und trotzdem zufrieden sind, kann man sich sein eigenes Urteil daraus bilden. Ich habe dies erlebt genauso wie das. Also ich habe Dinge erlebt, dass ich wildfremde Menschen haben mich hier am Viktor-Allen-Markt zu sich ins Haus eingeladen, obwohl sie gar nicht da waren. Ich kam dann hin in eine riesengroße Villa in Mobile, Alabama. Der Schlüssel lag unter der Matte. Ja. Und ich durfte, das gibt es bei uns gar nicht. Das sind so Dinge, man kann die Amerikaner ja, hassen, will ich nicht sagen. Der Amerikaner hat eine gewisse Grundarroganz, die ihm auch eindoktriert wurde, wie quasi wir sind das Gesetz der Welt. Wir haben darauf aufzupassen, dass die Welt in Ordnung bleibt und so weiter und so fort. Jetzt haben sie ein bisschen Gegenwind von den Chinesen, von den Russen. Meine, das wird sich wieder ausgleichen. Aber er ist laut, der Amerikaner ist so ein Lauf. Er ist groß, er ist dick, er macht viel Lärm, ob das die Autos sind, ob das die Motorräder sind, ob das er selber ist. Aber im Grunde genommen haben sie entweder ein kleines, weiches Herz. Aber bei uns gibt es ja genau denselben Schmarrn. Aber gut, es gibt schon Merkmale, wo man ab und zu, gerade wenn man älter wird, schaut man vielleicht nicht mehr so drüber weg, als wenn man jünger ist. Also früher war mir alles Amerikanische gleich lieb. Heute denke ich mir, ja gut, das brauche ich vielleicht nicht mehr. Das ist ja auch mit der Musik so. Also zum Beispiel so ein Duke Ellington, der hat gesagt, es gibt gar keine schlechte oder gute Musik. Die Musik, die gefällt, die ist gut. So schaut es aus, genau. Das ist genau meine Meinung. Also ich habe Ohren aus den 70er Jahren. Mir gefällt der Rock und der Blues und sowas. Ich kann mit dem modernen Hip-Hop sehr, sehr wenig anfangen. Und genauso ist es, glaube ich, auch mit allen anderen Dingen. Das, was dir gefällt persönlich, das ist halt gut für dich. Und man sollte nicht einfach immer mit dem Finger auf andere Leute zeigen und sagen, ja, schau den an, der, was macht denn? Die stehen ja im Lokal, stehen die in Reihe an. Ich gehe einfach rein, dass da ein freier Tisch ist, setz mich da hin. Das sind andere Länder, andere Sitten. Es gibt ja diese Leute, die Amerikanistik studieren hier in Deutschland. Und da gibt es so diesen gängigen Joke. Amerikanistik heißt ja amerikanische Kulturgeschichte. Die kriegen dann immer so als ersten Satz gleich, haben die überhaupt eine Kultur? Ja? Und das ist für mich sozusagen das Grundmissverständnis mit Amerika.
Also ob die eine Kultur haben, die haben sogar sehr viel Kultur. Die haben sie mitgebracht aus den alten Ländern. Also mit der Mayflower kam man sehr viel rüber. Später kamen dann einige schlimme Finger mit rüber. Aber trotzdem, der Amerikaner hat eine ganz andere Kultur. Und viele Dinge, die haben wir uns ja auch schon wieder angeeignet. Also wir nehmen auch gerne also, Kunst von den Amerikanern entgegen. Wir nehmen auch gerne die Musik entgegen. Und das ist halt alles da drüben entstanden in einer gewissen Subkultur. Also, aber das ist, Amerika ist immer noch jung, 230 Jahre, glaube ich, sowas. Und es kommt immer noch nach und nach und nach. Leider, die letzten Kulturschübe waren ein bisschen schlecht, also Lehman Brothers und sowas, das war nicht gerade das Beste. Aber trotzdem, der Amerikaner, der schöpft aus allem, was vielleicht schlecht ist, auch wieder was Gutes. Und ich bin sicher, dass gerade mit dem jetzigen Präsident hat sich vieles getan und viele Stimmen haben sich auch getraut, endlich mal das zu sagen. Ich war damals bei der Wahlnacht, war ich in Washington und habe mir das alles so angeschaut und habe mir geschaut, also wer für den Obama alles stimmt. Und ich muss echt sagen, sogar die T-Shirts, die er verkauft hat, die waren cooler als die seiner Gegner. Also der Mann denkt und er hat es nicht einfach, weil er ist schwarz, er ist... Naja, gut. Ich muss einfach nochmal hier... On the road again. Ja, das ist im Grunde genommen, ist das ja so ein Traum. Also ich meine, Ihre Generation, meine natürlich auch. So viel sind wir gar nicht auseinander. 7 Jahre habe ich festgestellt. Kurz. Sie werden 60 dieses Jahr. Das wird eine Riesennummer. Richtig, ja. Also das ist, und hier im Grunde genommen ist das ja auch so ein bisschen Jugend aus dem Eisschrank wieder rausgeholt, oder? Ich würde nicht sagen, ich habe das große Problem, dass mir das Motorradfahren immer noch so viel Spaß macht wie am ersten Tag. Manchmal denke ich mir, Mensch, du, ach, was, lass es doch einfach sein. Und kaum kommt die Saison, kaum kommen irgendwelche Anlässe, dann kribbelt es und krabbelt es. Und dann denke ich mir, Mensch, du, raus mit den Boots, her mit der Lederjacke und dann rauf auf den Chopper und dann vielleicht einen guten Freund an der Seite. Und dann ist das Gefühl wieder da. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwie jetzt einen Traum verwirkliche, sondern es ist einfach, das ist wie eine Droge. Das ist einfach das, wie andere Leute sagen, ich brauche jetzt unbedingt eine Yacht. So brauche ich also meinen Chopper und einfach die Weite und teilweise die Einsamkeit und teilweise auch ein runtergekommenes Hotel, wo ich einfach zufrieden drin liege und über alles Mögliche nachdenken kann. Dann kann ich an der Stelle nur sagen, hoffentlich kribbelt und krabbelt es noch ordentlich oft in Ihrem Bauch, damit Sie das Motorrad rausholen. Und an der Stelle herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich danke genauso. Schade, dass schon vorbei ist. Das war Menschen in München mit Jörg van Hoven.